soll ich da denn hinkommen? Muss ich irgendwie hinkommen, aber wie komme ich da hin? Und das ist verbarrikadiert. Okay. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme. Bin ich denn jetzt? Aha, jetzt bin ich hier oben also drauf. Hinter mir quakt die Katze. Die ist immer noch rollig. Auch macht die einen Krach. Mau, 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 sagt sie. Oh, weia. Wie komme ich da hin? Was ist das denn hier? Eine Notiz aus der Werkstatt. Ich habe ein fertiges Ersatzkurbelrad für diese Tür in der Werkstatt. Ah, hier ist das! Nur die Frage, wo habe ich das gerade hingeschmissen? Das war doch hier vorne irgendwo. Okay, haben wir das Ersatzkurbelrad. Muss ich damit jetzt hin? Ah, hier. Ja, mach auf die Tür, die Tor macht weit. Und so weiter, ne? Ah, sieh an. Beutel nehmen. Was war das? Oh, das Tor ist zu. Schönen guten Tag, wer sind Sie? Was sagst du, Gysi? Lol, lol. Jetzt guckt sie mich nur noch dumm an. So, hier liegt doch was. Ja, erstmal das hier. Dann, wo ist... Wo ist denn jetzt das? Hallo? Ah, da! Meine! Knochenartefakte verleihen dir keinen übernatürlichen Vorteil. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauscht. Du kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu 3 Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Okay. Was kann das denn? Der Wirbelwind. Du schlägst dein Schwert etwas schneller. Das ist doch nett. Aufseher. So, hier war doch gerade irgendwo noch ein Buch, was ich noch lesen wollte. Ah, was ist das denn hier? Der Outsider. Auszug aus dem Tagebuch eines bekannten Ketzers, das vor dessen Hinrichtung hergestellt wurde. Für die meisten Leute ist der Outsider nichts weiter als ein Kindermärchen, das den Leuten Angst und Schrecken einjagen soll. Als ich noch klein war, waren meine Mutter und ich auf der Flucht, zogen von einer Siedlung oder einer Hafenstadt zur nächsten. Wir zelteten wochenlang in den Wäldern, die verfluchten Aufseher immer im Nacken. Am Abend erzählte mir meine Mutter von ihren Träumen, von dem leeren Ort, an den der Outsider ihr etwas zuflüsterte. Jeder Besuch vergrößerte ihre Fähigkeiten, bis sie durch die Augen von Motten sehen oder ein Fenster sogar die verschlossene Tür eines Hauses von außen öffnen konnte. Ich werde diesen leeren Ort finden. Irgendwie wird der Schlüssel zum Nichts in meine Hände fallen. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis ergründen und er wird auch mich zu sich rufen, wie er sie zu sich gerufen hat.
Nennt mich aufgrund meiner Studien einen Ketzer. Haben sie anscheinend. Werft mich in eine kalte Zelle. Auch das werden sie mir getan haben. Geißelt mich und stellt mich als Abtrünnigen vor Gericht. Haben sie bestimmt. Verbrennt meinen Körper zu Asche. Sag mal, wolltest du das mit Ernst? Ernsthaft jetzt hier? Aber ich werde nicht aufhören, das Reich zu suchen, von dem meine Mutter erzählte. Das ist der Sinn meines Lebens. Das ist ja nett. Auf zu den Sphären, Band 1. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werkes. Als die Maschinen des alten Vehikels laut aufheulten, fühlte ich Unwohlsein in meinem Magen. Es war die Erfindung von Orchardo, dem dritten Präfekten der Akademie der Naturphilosophie. Er war hocherfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeugs. Orchardo zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dichte Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Gefährt nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um aus dem Fenster zu schauen, das mir plötzlich nicht mehr dick genug vorkam. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Bryn an und lächelte. Sag einige Verse dann hinterlei auf, mein Schüler. Das wird dein Herz von der Schändlichkeit des Nichts auf unserem Wegen des äußeren Fähren schützen. Oder so ähnlich. Da liegt doch noch was. Ah, hier, da muss ich dann Ratten übernehmen und so. Ah, klar. Dann kann ich da, dann komme ich jetzt hier wieder raus. Hallo? Darf ich mal? Hm. Wie kommen wir hier wieder raus? Gar nicht. Ah, so geht das auch. So wäre ich hier also auch reingekommen, ohne das Kurbelrad. So, das heißt, ich muss mich jetzt hier wieder rüber teleportieren. So, dann sind wir da. Haben wir doch ein neues Knochenartefakt. Ist auch mal ganz schick. Ah, sieh an, da sind Wachen. Besprechungszimmer, 47 Meter. Ich hab Angst. Hilfe. Und die nehme ich mit. Nehme ich mit und den Beutel nehme ich auch mit. Da kriegen wir, kommen dann Münzen raus. Da ist der Walöltank. Eieiei. Nö, das geht nicht. Also, Nachtsicht habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Den nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht können wir hier oben irgendwas Lustiges sprengen oder so. Gehen wir mal gucken. Alarmschalttafel. Schaltkreis manipulieren. Alarm wurde deaktiviert. Sehr schön. Weiß jetzt zwar nicht wozu, aber ich habe das einfach mal gemacht. Hier hätte man auch reinkommen können. Sieht mal eine an. Drüben muss irgendwo das andere Ding gewesen sein. Halt mal. Nee, schade, geht nicht auf. Das ist aber auch ein Kram hier. So, da möchte ich gerne hin. Denn der Outsider selbst besitzt diese fünf Eigenschaften, mit denen er die Rechtschaffenen bezwingen will. Er hat nice. Er ist geduldig, denn er wartet jede Stunde und jeden Tag unseres Lebens auf einen Moment der Schwäche oder Unachtsamkeit, in dem er unser Herz betrügt. Er ist subtil, denn viele... Der dreht sich um, was macht der da? Er ist stark, denn man kann ihm nur mit äußersten Mühen widerstehen. Er ist mannigfaltig. Denn er kann das Herz eines Menschen durch 7 Tore betreten. Denn es leben 70 Geisterarten auf und unter der Erde. Und die Künste und Kniffe der schwarzen Magie sind ungezählt.
Und er ist ewig. Denn er lebte schon lange, bevor wir geboren wurden. Und wird dies noch tun, wenn wir schon Staub sind. Aufseher Sturges, meine jüngste Schwester lebt bei meiner Frau. Sturges ist das. Und putzt aber nicht. Sie interessiert sich für... Irgendwer, bitte! Der pennt vor sich hin. Oh! Ups! Okay. Da rollt der Kopf wieder durch die Gegend. Das ist ja... Die hauen aber auch zu. Sie interessiert sich für komische Dinge, Maschinen und numerische Berechnungen. Erst gestern sprach sie den Wunsch aus, ein Buch zu lesen. Was soll ich tun? Das ist sie. Eine solch junge Dame ist leichte Beute für den Outsider. So sie nicht schon in seinen Klauen ist, achten Sie nur auf deren Anzeichen. Sie mag unter Anfällen leiden. Sie könnte vor sich hinsprechen. Okay, da habe ich jetzt genug Munition von mit. Eieiei. Da ist einer. Eieiei. 14 Meter. Rune, meine. Das ist alles. 3 von 7 Runen. Und ihre Nichte Kalliste, nicht wahr? Ich mache mir Sorgen um sie. Sie wird auftauchen. Meine Männer durchkämmen ein. So, was nehmen wir denn? Kräfte. Ich wollte Beherrschung nehmen und möchte die gerne erwerben, jawohl. So, haben wir doch mal was. Speichern wir. Kalista weiß sich zu helfen. Rune, 18 Meter unter uns. So, den haben wir auch. Das ist gerade wahnsinnig spannend hier. Ich rede zu wenig, ich merk's. Ich hoffe, Sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel besser. Oh. Geschlossen? Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Scheinbar habe ich nicht den richtigen. Der war es nicht. Ah, hier sind Sie. Folgen Sie mir bitte. Was? Was gibt es? Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist, Abschaum.